Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde. Ich habe ein Päckchen von Biodynamic und es ist soweit. Es gibt neue MMX-Headsets. Ihr wisst, das MMX 300 gehört zu den besten, wenn nicht sogar zu den besten Gaming-Headsets, was es so gibt auf dem Markt. Sowohl vom Sound her, als auch vom Mikrofon. Und wir hatten am Anfang auch bei dem MMX 300 immer das Problem, selbst dass es 32 Ohm war, brauchten wir eine Soundkarte. Sonst hätte das alles nicht funktioniert. Und jetzt gibt es neue. Mal gucken, ob es so sein wird, dass wir auch die neuen Headsets mit einer Soundkarte benötigen oder nicht. Wir vergleichen das zum MMX 300. Sind diese besser als das MMX 300 oder schlechter oder einfacher oder... Weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Was steht da drauf? Lieber Doc, viel Spaß mit den Testgeräten. Dein Biodynamic Team. Und weil eine Gaming-Season Stream oder auch ein ganz normaler Arbeitsalltag manchmal ganz schön lang sein können, haben wir noch eine kleine Überraschung beigelegt, die an keinem Arbeitsplatz fehlen darf. Wenn es also eine Pause bedarf, press play. So, die sind ausgeliehen. Steht auch drauf, sind kein Geschenk von Biodynamic, ist auch nicht bezahlt. Ihr wisst, altes Dog, machen wir alles ganz, ganz ehrlich. So. Das ist einmal das MMX 100. Dann haben wir hier das MMX 150. Und dann haben wir hier ein kleines Geschenk. Wir haben hier Retro Mini Arcade Maschine. 300 Spiele sind da drauf. Wir müssen mal das nächste Mal zocken hier. Cool, Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön. Aber wir haben heute den Fokus auf diese zwei neuen Headsets. Das MMX 150 ist ein Studio-Headset, laut Biodynamic, und das MMX 100 auch. Im großen Unterschied, im ersten Unterschied, haben wir hier ein USB-Kabel, hier ein Klinkenkabel. Wir müssen gucken, ich glaube, Xbox ist ein geschlossenes System, wird nicht gehen. Wir müssen gucken, ob PlayStation das Ganze anerkennt, PlayStation 5. Müssen wir schauen, müssen wir testen. Auf dem PC gehen natürlich beide. Dann haben wir den nächsten Unterschied, ich zeige es euch einfach mal. Wir haben hier ein Meta Voice Microphone. Sie sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Mal schauen, ob es mit dem Mikrofon mithalten kann, wie wir das beim MMX 300er hatten. Dann haben wir hier ein Augmented Mode. Einfach erklärt, kein Noise Cancelling brauchst du hier nicht. Wir haben hier nämlich eine geschlossene Bauweise. Aber für die, die sagen, Mann, geschlossene Bauweisen sind blöd. Ich möchte meine Kinder hören, wenn sie schlafen, ob sie wach geblieben sind. Oder ich möchte meine Mama hören, meine Frau hören. Da gibt es jetzt einen Knopf, den drückst du und hast dann sozusagen eingebaute Mikrofone, die von außen die Geräusche reinlassen. Das heißt, du drückst drauf und hörst die Umgebung im Raum. Du bist nicht dadurch besser. Also es ist jetzt nicht so, dass du auf einmal einen Raumklang hast, wie bei einer offenen Bauweise. Theoretisch nicht. Das muss man testen. Aber du hast dennoch den Raum von außen und dadurch hörst du auch deine Stimme. Bist du jetzt gerade laut oder nicht, weil Biodynamic sagt... Zum Beispiel, wenn du Kopfhörer an hast, die sind geschlossen, redest du automatisch lauter und abends kannst du das drücken und bist halt ein bisschen leiser. Das ist so, wie sie sich das Ganze vorstellen. Dann haben wir hier Studio Design, Play Like a Pro with Biodynamic Sound, okay? Premium Memory Foam, also die Ohrpolster, plus für den Kopf, damit du lange spielen und zocken kannst. Robustes Design und den Rest zeige ich euch jetzt anhand der Headsets. Fangen wir mit dem MMX 150 an. War schon leider offen. Ich habe es nicht aufgemacht. Haben wir hier das Headset mitgeliefert. Gebrauchsanleitung. Alles erklärt. Was haben wir da? Und dann. Ah ja, ah, okay. Wir haben hier, was schon mal gut ist,
ein USB-Typ-C-Kabel auf Klinke, USB-Typ-C-Kabel auf USB. Bedeutet, dieses Headset kannst du sowohl am PC nutzen, als auch auf deiner Konsole, über Controller. Das Einzige, was wegfällt, ist dieser Modus, denn der funktioniert nur über USB. Was heißt das? Der Modus braucht Strom und funktioniert daher nur per USB. Wenn deine Konsole das erkennt, geht auch theoretisch der Modus. Wenn nicht, dann ist es eine ganz geschlossene Bauweise. Und theoretisch reicht dann das hier. Laut Biodynamic, laut deren Statistik, soll theoretisch überall die gleiche Technik verbaut sein. Müssen wir testen. Müssen wir testen. Also, wie gesagt, zwei verschiedene Kabel. Das Coole, was ist neu? Oh, mit dem Gummi. Wie müssen wir das lösen? Hier rausziehen, ha? Ja, genau. Lässt sich absetzen. Das ist das neue Mikrofon. Schaut ganz anders aus. Hat jetzt hier so eine Kapsel. Hat eine Art Klinkenanschluss. Und lässt sich abmachen, wenn du sagst, nö, ich habe jetzt gar keinen Bock auf Mikrofon. Ich möchte das Ganze jetzt einfach mal als Kopfhörer nutzen. Einfach abmachen. Also, dann haben wir hier jetzt das Headset. Gewöhnungsbedürftiges Design, so ein bisschen auf modern angelehnt. MMX300, ich glaube, sogar Kunststoff. Ich denke, da, oder? Wirkt wie Kunststoff. Doch, das ist Kunststoff. Denn das MMX300, ich hole mal eins her. So, bei den alten MMX300, ich sag jetzt bei den alten, so alt sind sie auch nicht, war hier weniger Kunststoff. War glaube ich, viel Alu. Waren auch recht leicht. Ansonsten haben wir hier jetzt Ohrmuscheln. Diese sind gleich geblieben. Nee, du hast drinnen jetzt mehr Platz. Die wirken kleiner, wie ihr hier seht. Die wirken kleiner, aber drinnen ist der Durchmesser, wie ihr hier seht und wie ihr hier seht, größer. Also, das ist schon mal eine neue, gute Verbesserung. Oben, jawohl, ist geblieben. Wir sehen hier, Robustheit ist am Start. Und auch hier oben haben wir ein weiches Polster. Diesmal ist es ins Headset eingebaut. Also, in den Bügel. Hier konnten wir das damals austauschen und abmachen. Das ist jetzt dieser Modusknopf. Da sehen wir den Eingang von diesen Mikrofonen, die von außen den Sound dann reinlassen. Du kannst auch muten, dein Mikrofon. Und im Großen und Ganzen hast du hier nichts. Also du hast jetzt nicht irgendwo noch ein Kabel, wo du lauter leise regeln kannst, sondern du benutzt mit einem Feedback hier das Rädchen. Hier unten hast du einen USB-Typ-C-Anschluss, was ich gut finde. Du kannst, wenn das kaputt geht, jedes USB-C-Kabel theoretisch anschließen, weil am Anfang dachte ich mir, oh, was habt ihr da gemacht? Aber die sind hier ausgefräst, die Anschlüsse. Bedeutet keine Kabelpflicht, falls es mal kaputt geht. Man merkt, es ist geschlossen. Man merkt, man hat definitiv mehr Platz für die Ohren. Und müssen wir gleich mal testen. Wirkt auf den ersten Eindruck im Kopf sehr angenehm. Das ist das MX300. Genauso geschlossen. Wir hatten hier ein durchgebohrtes Bassreflexrohr oder ein aufgebohrtes Bassreflexrohr, wenn man das jetzt so sagen kann. Dadurch war hier immer der Bass schwächer, damit du immer besser orten kannst. Mal schauen, wie es hier sein wird, ob die hier in die gleiche Richtung gegangen sind oder ob sie was verändert haben. Müssen wir sehen, müssen wir schauen. MMX 100, meine Patienten. Das ist auch eine recht schöne Farbe. Das ist sozusagen eine schwarze Farbe. Das ist eher so Richtung Grau und man merkt, ja, doch halt recht viel Kunststoff. Aber preislich sind wir halt natürlich ein bisschen weiter unten, wie beim MMX 300. Lieferumfang auch hier, Mikrofon, zap. Und hier haben wir dann auch die Gebrauchsanleitung. Und dann theoretisch nur ein Klinkenkabel. Schauen wir mal. Was haben wir da? Wahrscheinlich extra auf dem PC. Genau, war mir schon klar. Also wir haben hier Anschluss ins Headset, Anschluss PC gespalten, also Mikrofon und Sound, aber auch hier Klinke auf Klinke für den Controller, bedeutet USB-C und das ist hier komplett auf Klinke ausgelegt. Wir haben hier ein Rädchen, lauter, leiser. Wir haben hier einen Mute-Knopf, um das Mikrofon stumm zu schalten. Das kommt dann da rein.
Die Frage ist, ah ja, das kommt dann so da rein und hier dann rein aufklinken. Dann ziehen wir das an. Hallo, hallo, 1, 2, 3. Hallo, Mann, passt es. So, meine Patienten, das war der letzte Eindruck. Einmal vom Lieferumfang. Zum größten Teil unterscheiden diese sich. Jetzt gehe ich in den Test. Wir testen das MMX 300 gegen die beiden Headsets. Und dann kommen wir mit dem Fazit zurück, ob es mithalten kann mit MMX 300, ob es die günstigere Alternative ist oder sogar besser ist. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Schreibt mir deine bis jetzige Meinung jetzt schon mal in die Kommentare. Daumen nach oben und wir sehen uns gleich. So, meine Patienten, wir befinden uns jetzt im Test der MMX Headsets. Wir testen das Ganze natürlich mit dem MMX 300. Wir haben das 100er und das 150er hier. Und natürlich fangen wir auch mit der Konsole an, denn meistens hat ein PC eine leistungsfähige Soundkarte. Ja, und da ist es auch keine große Verwundernis, wenn, sag mal Verwundernis, keine Besonderheit, wenn da jetzt ein Kopfhörer oder ein Headset auf der Konsole gut läuft, dass es auf dem PC natürlich besser läuft. Ne? Keine Frage, aber dennoch, wir testen jetzt das Ganze. Wir müssen gucken, das eine ist Klinke, das eine ist USB und mittlerweile habe ich auch schon einige Nachrichten von euch bekommen, dass anscheinend das Mikrofon das Beste sein soll, was es so aktuell gibt. Auch das prüfen wir, denn das MMX-Mikrofon vom 300er wäre damals schon richtig, richtig gut. Ich habe hier auch noch ein Produkt von Beyerdynamic, je nachdem, welches Video zuerst rauskommt, entweder das Video zu denen oder zu denen. Das ist ein Studio-Kopfhörer, der übrigens auch sehr, 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 sehr gut auf der PlayStation 5 performt. Aber wie gesagt, sucht das Video auf dem Kanal, falls es schon online ist. Ansonsten wartet halt noch ein bisschen. Jetzt machen wir MMX 100 zuerst. Wir gehen auch ganz normal über den Controller rein. Dementsprechend schauen wir jetzt mal von der Lautstärke. Befinden wir uns auf dem Maximum. Bedeutet, warum ist es so leise? Weil wir hier den Regler lauter... Uff! Okay. Sehr gut. Okay, okay, okay. Definitiv eine geschlossene Bauweise. Das merkt man. Erster Eindruck ist klar. Ist übrigens die Klinkenversion logisch, weil hier haben wir dann die USB-Version. Na, aber hat noch einen Klinkenanschluss, meine Patienten. Genau, stimmt, da waren ja dann die Funktionen nicht mehr verfügbar. Genau, man kann sie auch über Klinke betreiben, aber mehr für den PC. Machen wir mal einen ersten Test im Menü mal, für da schon was zu merken. Also ich muss sagen, vom Gefühl her, ich könnte mich täuschen, aber das 150er klingt wesentlich besser. Keine Ahnung, es ist irgendwie, die Bühne ist breiter, sagt man das so dazu? Es ist, du hörst viel mehr Details. Hier ist es eher so ein bisschen, ja, das ist jetzt der erste Eindruck. Es fühlt sich eher an, als ob das so ein bisschen gequetscht ist, kann man das so beschreiben, gequetscht? Also ich finde das hier viel offener, vom Sound her. Als ob der Sound so ein bisschen verteilter wäre. Oder schiebe ich einfach? Nee. Nee, nee. Wirklich. Wie war das beim MMX dann? Beim 300er? Anders. Anders. Von allen dreien, vom ersten Eindruck her, würde ich immer noch sagen, dass MMX 300er besser wirkt. Auch hier ist es viel detailreicher. Also man merkt, man nimmt hier mehr Details wahr, hier dann ein bisschen auch und dann beim dem ein bisschen weniger. Es geht so Step by Step nach unten. Basstechnisch sind sie ähnlich. Also ich würde sogar fast sagen gleich. Aber ich denke, das sind noch wieder meine Ohren, die da etwas raushören, die da etwas viel feiner sind. Ich vermute fast, ein normaler Gamer, der ein Headset sucht, wird keinen Unterschied wahrnehmen. Und wenn, dann vielleicht nur minimal. Also kann man hier heute auch nicht sagen, dass diese Kopfhörer besser sind. Wobei das MMX 300, jetzt mal schauen, wie die Ortung gleich hier funktioniert. Alter, laut. Was ich schade finde, du gehst von übelst Lautstärke ein bisschen leiser und da macht einen zu großen Jump nach unten. Das ist das, was mir jetzt gerade noch auffällt. Oh, ich bin 0, 0, 0 auf der Konsole gerade, auf dem Controller. Eigentlich nur auf dem PC, meine Patienten. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt hier extrem ablose.
Ach ja, geht gar nichts. Soundtechnisch kann ich gar nichts verändern. Okay, also verstehe ich, warum das eher für die... Alter! Ich bin schwörig! Alter! Nee, Unterschied ist definitiv da. Kann mir keiner sagen, dass da kein Unterschied herrscht. Also ich finde die 150er für die Konsole besser. Vom Sound her, vom Soundprofil her. Entweder ich bin jetzt ein bisschen schwerhöriger geworden. Ah ja, okay, das MMX-300 war ja schon immer leiser, ne? Aua, aua, ich werd schwörig, Alter. Seit wann ist das so laut? Ja, ist halt die PlayStation 5. Braucht ihr keine Soundkarte? Bei dem MX-300er braucht ihr keine Soundkarte. Das ist das Gute halt, es ist neutraler. Es wird nicht verfälscht vom Bass her, sagen wir es mal so. Alter. Kämpfe dich hier raus oder nimm das Ziel ein. Voila! Du hast keine Schwäche gezeigt. Bereit halten für erneuten Einsatz. Ja, Nachteil ist, dass du halt hier rumeiern musst mit dem Sound. Der Bass ist hier definitiv aggressiver. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir wissen alle, dass der Bass die Ortung etwas verfälscht, wenn es mal richtig knallt. Also an sich ist das 150er schöner vom Soundprofil als das MMX-300er, weil es halt einfach nochmal hier, ja, schön für Singleplayer-mäßig, ja. Aber auch wenn du Multiplayer zockst und orten willst, das wird dich jetzt nicht so krass nach hinten werfen, aber man muss es gesagt haben, dass Bass letztendlich irgendwo auch ablenkt. Und hier ist es etwas dumpfer. Man vermisst den Bass. Dabei ist es etwas klarer, der Sound, ja. Aber mir gefällt das 150er sogar hier ein Tick besser. Aber auch das hier ist Geschmackssache, meine Patienten. Von daher ist das jetzt mein vorläufiges Fazit. Jetzt schauen wir nochmal kurz das Mikrofon an. So, das ist das MMX-300er jetzt. Hey, euer Doc ist wieder am Start. Das ist jetzt der Mikrofontest vom Biodynamic MMX-300. Jetzt kommen wir zum 150er. Hey, euer Doc ist wieder am Start. Das ist jetzt das MMX-150. Das ist der Sound vom Mikrofon. Ich habe das Gefühl, man nimmt mehr Nebengeräusche wahr. Man hört nämlich hier die Belüftung von meinem PC. Aber an sich ist es klar und echt deutlich und gut. Man nimmt da mehr Geräusche wahr. Das MMX-300er unterdrückt. Also meiner Meinung nach immer noch MMX-300er das Top-Mikrofon. Hey, euer Dog. Oha. Besser? Hey, euer Doc ist wieder am Start und das ist hier jetzt der Mikrofontest vom MMX-100. Was mir hier auffällt, es ist auch hier, es sind mehr Geräusche wahr und leider, wenn das Kabel an der Kleidung reibt, zum Beispiel hier, ich bewege meinen Kopf, nimmt man das leider hier etwas vermehrt wahr. Das muss man wissen. Doch die gleiche Technik verbaut, ja, aber trotzdem Unterschiede, das ist halt schon nochmal so ein Punkt, wo ich echt krass finde. So, meine Patienten, kommen wir mal zum vorläufigen Fazit für die Konsolen. Wie gesagt, PC dementsprechend natürlich immer etwas besser vom Sound her. Also da einfach nochmal ein paar Prozent drauf rechnen, sind gute Kopfhörer. Im Großen und Ganzen, 150er ist schon cool. Finde ich gut. Ist bis jetzt von allen dreien so das Coole. Ist auch günstiger dementsprechend als das MMX-300er, das darf man nicht vergessen. Hat halt natürlich für die PC-Besitzer zusätzlich noch Funktionen, dieses Einlassen von Sound. Gut, das MMX-300 immer noch ein geiles Ding, ohne Bass, noch bessere Ortung, auf jeden Fall ein flacheres Bild, aber zum Zocken und zum Orten perfekt. Mikrofon immer noch das Beste, wobei das MMX-100 günstiger ist und auch hier nicht verkehrt ist. Also die nehmen sich wirklich nicht sehr, sehr viel, aber dennoch gibt es da Unterschiede. Aber ich denke, diese Unterschiede sind zum Schluss dein Geldbeutel, der Preis, wenn du sagst, du willst das MMX-100, hol es dir. Ansonsten sind das jetzt günstige Alternativen für alle, die immer schon ein MMX haben wollten. Also es gibt jetzt nichts Negatives dran, nur dass das 150 halt leider auf dem PC ausgelegt ist. Jetzt machen wir mal einen PC-Test.
So, ich habe jetzt in Vollauslastung am PC das 150er und das 100er getestet und muss sagen, im USB-Modus das 150er ist richtig gut. Also, wow, sehr, sehr geiler Sound. Boom, Bass, kräftig, echt top. Kann man wirklich nicht sagen. Der Modus, der Knopf, ganz ehrlich, ich habe den jetzt gedrückt und wenn jetzt was Lautes spielst oder was Lautes anschaust, ich habe jetzt kaum Unterschied gehört. Also, ich weiß auch nicht, was los ist. Also, bin ich der Meinung, brauchst du nicht. Dennoch ist es aber der bessere Sound. Das 100er ist okay, ist sogar ein bisschen leiser. Klar, über Klinke, aber trotzdem leiser als das 150er in der Gesamtlautstärke. Und auch von der Qualität her bin ich der Meinung, vom Soundqualität ist es etwas schwächer. Dafür kostet es auch weniger. Das ist ganz, ganz wichtig. Über Klinke muss ich sogar sagen, das MMX 300er und das 100er, die nehmen sich jetzt wirklich nicht so krass den großen Unterschied am PC. Klar, Bass schwächer, weil es Bassreflexrohr hier aufgebaut ist, um weniger Bass zu haben. Also ich bin wirklich von den 150er extrem begeistert. Die gefallen mir. Aber halt, wie gesagt, es kann sein, dass es den einen oder anderen vom Bass her stören kann. Meine Meinung, hol's dir, teste es, bilde deine eigene Meinung. Aber die Dinger sind definitiv nicht verkehrt und können mit oben schwimmen als kabelgebundenes Gaming-Headset mit einem guten Mikrofon. Gehören die zu den Top-Gaming-Headsets. Ist einfach so. Vor allem jetzt in der neuen Konsolengeneration kannst du nichts falsch machen. Schreib deine Meinung, Daumen nach oben, wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.